Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Freitag, dem 16. September. Wir gehen wieder on air und wollen uns heute mal, ja, nach gewisser Zeit wieder mal dem Euro gegenüber dem US-Dollar zuwenden, der sich weiter hier in einer Situation befindet, die von mangelnder Volatilität gekennzeichnet ist. Immer mehr Preisverengung. Die Ranges, die der Euro-US-Dollar hier an den Tag legt, von Tag zu Tag mit einzelnen, ganz, ganz seltenen Ausnahmen, ziehen sich hier immer mehr zusammen. Also man kann ganz klar feststellen, dass Euro-US-Dollar hier ja in einer Kontraktion besteht. Es ist immer mehr ein Zusammenlauf des Pricings ist und irgendwann ja, dürfte es hier zu einem, ich will nicht sagen explosiven Move kommen, aber zu einer stärkeren Bewegung. Ich zeige Ihnen mal kurz den MetaTrader Rainbow Chart. Moment, jetzt muss ich das nochmal zu packen kriegen, da ist er. Mit den Volatilitätsdaten hier unten. Ja. Gestern 64 Pips im Schnitt der letzten 5 Tage, nur 49 Pips im Schnitt der letzten 10 Tage, 63, die letzten 20 Tage, 62. Das ist einfach eine Nullnummer. Ja, also Euro-US-Dollar im Schnitt hier ein Währungspaar, was sich historisch gesehen im Bereich 90 bis 100 Pips bewegte. Da sehen wir auch hier, wenn wir auf eine größere Grafik schauen. Wir hatten eine ähnliche Situation hier im Jahr 2013 beginnend, wo Euro-US-Dollar deutlich unter die 100 Pips per Daily Range fiel. Das war sehr, sehr kritisch. Das änderte sich erst, als die Notenbank, die US-Notenbank, hier einen Richtungswechsel ankündigte in Sachen Beendigung Quantitative Easing und eben hier der Aussicht von Leitzinsanhebungen. Also es wurde ja Jahre vorher angekündigt, das, was dann letztes Jahr im Dezember mit der ersten Leitzinsmaßnahme vollzogen wurde. Aber genau das führte zu einer gewissen Klarheit und führte auch dann zu klaren Währungsbewegungen und auch wieder zu einer Zunahme der Volatilität. Aber seit, ja man kann ruhig sagen, seit Sommer des letzten Jahres kippt das wieder deutlich nach unten. Und wir sind, das sehen Sie hier auch sehr, sehr deutlich, wieder deutlich unter die 100 Pips gefallen. Und das ist eine Tendenz, die sich hier auch weiter hier auch darstellt, zum Beispiel hier im letzten 12-Monats-Schnitt, also da kann man den Fall nun mal gerade nach unten zeichnen, ja, von der Ranges, die sich hier ergeben. Und wir sind eben hier, wie gesagt, jetzt schon im Bereich von um 60 Pips pro Tag und das ist wirklich sehr, sehr mangelhaft, aber wird wahrscheinlich auch kein Dauerzustand sein. Es gab Zeiten, hat US-Dollar-Yen auch noch oder vielmehr nur sich am Tag 30, 40 Pips bewegt, also auch höchst bizarr. Man muss dann eben auch, und das bietet ja der Währungsmarkt, natürlich auf andere Währungspaare ausweichen. Euro-US-Dollar hier auch schön zu sehen in der großen Range seit 2015 und dem Tief, dem Jahrzehntetief, hier in einer wirklich großen Seitwärtsrange, hier oben ganz klar gedeckelt bei 1,1450. Ein Wochenschlusspreis über 1,15, sofern er denn kommt, wäre meines Erachtens ein ganz, ganz klares Kaufsignal. Dürfte auch hier entsprechendes Momentum entfesseln, aufgrund dessen, dass wir eben hier so eine große Seitwärtsrange fahren. Grundsätzlich denke ich, Euro-US-Dollar ist von der Technik her bereit für einen Aufwärtsschub. Sollte es nochmal einen Dip nach unten geben, hier in Richtung Parität, dann denke ich, wäre das dann auch das Ende dieser großen Abwärtsbewegung und dann auch, wie schon zuletzt gesehen, hier innerhalb dieses großen Abwärtstrendkanals, wären dann sicherlich wieder anziehende Preise zu erwarten. Temporär aktuell sieht es mir jedoch so aus, als könnte er hier nach oben rausziehen. Das passiert aber erst über 1,15 auf Wochenbasis. Andererseits, wenn er hier unter die 1,08 geht, dann kann man ruhig ein Stück tiefer gehen, unter die 1,08, dann wäre das sicherlich ein Verkaufssignal mit Preisen in Richtung Parität. Also es gibt definitiv Chancen, auch mittelfristiger Natur, wenn Euro-US-Dollar aber erstmal diese Range verlässt. Das muss man abwarten. Und insofern gleich mal vom Wochen in den Tageschart. Da sieht es auch nicht uninteressant aus. Hier zieht sich nämlich auch der Preis zusammen, logischerweise. Im Stundenchart, das schauen wir uns jetzt gleich zum Schluss an, aber auch sehr, sehr interessant. Da haben wir nämlich die Situation, dass wir hier so eine Art Dreieck haben, das sich hier formt. Und dennoch sind wir hier noch innerhalb dieses Brexit-Events, dieser Brexit-Kerze, grob mal gesprochen, hier vom 24. Juni. Das Bewegungsmomentum hier, wie gesagt, auch immer mehr seitwärts plätschernd. Insofern kann man hier die Rückschlüsse eigentlich nur so ziehen, dass wenn es mal eine Bewegung gibt, die jetzt hier auf Darkest-Basis abgeleitet, zum Beispiel die letzten Hoch per Daily Close hier über 1,1270 knacken würde, knacken könnte, das wäre dann hier ein zyklisches Signal für einen Ausbruch in Richtung Widerstand 1,1450 hier bis zu dieser Zone. Wenn er denn dieses vollzieht, ja, dann kann man davon ausgehen, dass Euro-US-Dollar auf jeden Fall erstmal einen Hype macht nach oben. Aber da das Währungspaar aktuell so dermaßen unentschlossen ist,
lässt sich auch hier wirklich schwierig immer eine wirklich nachfolgende Tendenz ableiten. Insofern ist es hier wirklich Tobabo. Intraday, wie gesagt, auch nicht einfach aufgrund der kleinen Range. Dennoch, ein Stück weit lassen sich die Parameter gerade auf Wochenbasis und hier auf Tagesbasis natürlich auch bestimmen. Dann aber eben erst, wenn hier signifikante Ausbrüche erfolgen. Also in dem Fall zum Beispiel gehen wir ein Stück tiefer unter 1,1115. 1,11. Wenn wir da drunter gehen, ja, da haben wir zwar hier diesen Aufwärtstrend, diese Aufwärtstrendlinie schräger Natur, aber dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass wir dann hier die Marke von 1,10 nochmal anlaufen. Das wären mal so die Tagesbasispunkte. Also wir hatten jetzt gerade die Woche, jetzt auf Tagesbasis. Und jetzt gehen wir mal interessanterweise in die Stunde. Da hat man den Chart nämlich auch unlängst mal ja, unter die Lupe genommen. Und da ist auch Auch die die Situation Situation. die gewesen, dass wir nach diesem scharfen Anstieg hier auch den Widerstandsbereich, da ging es ja darum, dass wir hier sogar einen Ausbruch vollziehen können, hier über 1,13. Das war eine Situation, hey, hier hätte Bewegung kommen können, EZB-Event etc. Aber der Markt ging zurück und dann hatten wir hier auch eine relativ gute Tendenz. Das stellte ich damals auch auf dem JFD-Desktop, JFD Live TV dar, dass Euro-US-Dollar wohl hier jetzt erstmal zurückkommen könnte. Und ja, gut, er ist jetzt nicht wirklich bis 1,1180 gelaufen, aber wie gesagt, dieser Ausbruch, dieser Fehlausbruch hier, der wurde auf jeden Fall quittiert und entsprechend ging das Paar hier in eine Seitwärtsphase über. Jetzt haben wir aber die Situation, ich stauche das mal zusammen, ja, dass wir hier im Prinzip eine Art Dreiecksformation haben. Inklusive der Tiefs hier von Ende Juli und den Hochs hier von Mitte August. Das Ganze hier sozusagen zusammengepresst, visualisiert natürlich auch die Kontraktion des Preises, das Zusammenziehen. Und hier ist jetzt die Situation die, dass wir auf Tagesbasis sagen könnten, wir sind unterhalb des Pivot Points. Sieht wohl so aus, als würden wir hier in diese Unterstützungszone reinlaufen wollen heute. Und dann wäre es im Prinzip mit der Daily Range auch schon gelaufen. Da hätten wir auch hier diese untere Trendlinie touchiert. Hier ist es so ein Stauzonenbereich, da könnte Euro-US-Dollar sehr, sehr gut aktuell hinlaufen. Erst ein Ausbruch, darunter wäre hier auf Stundenbasis dann wirklich ein Verkaufssignal. Kurzfristig, aber wie gesagt, kann der Preis da hinlaufen. Sollte es hingegen über den Pivot Point von heute gehen, 1,1250 rund, dann ist die Chance, die Versuchung groß, dass wir hier in Richtung 1,1278 fahren. Dann haben wir auch hier sozusagen die eine Abwärtstrendlinie dieser Natur hier. Ja. Das wäre dann auf jeden Fall der nächste Zielpunkt, sofern Euro-US-Dollar hier tatsächlich nach oben rauszieht. Aber das muss man erstmal abwarten. Newstechnisch heute die Situation die, dass wir den Konsumklimaindex erwarten, 14:30 Inflationsdaten. Es ist also hier durchaus für Bewegung gesorgt. Dann haben wir auch noch heute den sozusagen Hexensabbat. Das betrifft jetzt den Währungsmarkt weniger. Aber natürlich auch hier Volatilität am Aktienmarkt kann sich auch auf Währung auswirken. Aber ich denke mal, hier am Nachmittag viel, viel interessanter die Geschichte der US-Konjunkturdaten. Da dürfte es dann zur Sache gehen. Ansonsten kurzfristig Euro-US-Dollar. Wie gesagt, mal kurz warten, bis der Reload erfolgt. So, Euro-US-Dollar, wie gesagt, meines Erachtens doch kurzfristig hier auf dem Weg in den Süden und dann so ein Stück weit Pendelei. Und ich denke, dann geht er auch ins Wochenende ohne große Anstrengungen. Oberhalb des Pivot Point, denke ich, dann haben wir den Gegenlauf. Dürfte es hier in diese Richtung gehen. Alles sehr, sehr verhalten eigentlich, aber hier zumindest schon mal eine etwas klarere Tendenz vom Tagesgeschehen her, der Freitag eigentlich bullisch. Moment, nicht bullisch, leicht bärisch. Das passt auch hier zu dem Bias, dass wir heute ein Stück weit Rücksetzer sehen. 45% negative Schlusspreis ist der zweitschlechteste Wert in der Woche. Mittwoch hier generell sehr, sehr bullisch für Euro-US-Dollar. Sollte man auch mal so wissen. Aber hier Freitag im Prinzip bärisch, deswegen der blaue Tendenzfall nach unten. Die Saisonalität selber mit Blick auf die nächsten 40 Tage mau. Großes Oszillieren. Also hier Saisonalität technisch auch kein Rückenwind. Insofern bleibt es zäh und wir müssen mal abwarten, was die nächsten Tage dann noch bringen. 21.09., vergessen Sie es nicht, da haben wir in der nächsten Woche die Fed und die Bank of Japan als Notenbanktermine. Ich denke, da könnte durchaus noch ein Stück weit was passieren. Im Worst Case oszilliert der Euro-US-Dollar bis dahin, das wäre dann praktisch hier dieser Bereich, bis dahin in die Spitze dieses Dreiecks, um dann praktisch hier eine Entscheidung herbeizuführen. Das ist eigentlich mal gar nicht so uninteressant, dass wir dann am 21.09. eigentlich genau hier in die Spitze dieser Dreieckskonsolidierung reinlaufen und dann dürfte es dort vielleicht den großen Knall geben. Wir werden mal abwarten, was passiert, aber irgendwann wird auch die Volatilität von Euro-US-Dollar wieder anziehen. Bis dahin halten wir die Stellung, schauen nach anderen Währungspaaren
Und In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns Montag wieder oder gegebenenfalls heute nochmal auf dem JFD Live Trading TV Channel. Ich sage bis dahin erstmal beste Grüße, viel Erfolg beim Handel. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.